Was halten Sie vom Priesterzölibat? Zölibat? Ja, wenn Priester nicht heiraten dürfen. Die wissen ja, wenn die ja Priester werden, wissen die eigentlich, worauf sie sich einlassen. Und ja, also für mich wäre es jetzt nichts. Ich finde, die können heiraten und sogar Kinder bekommen. Ich meine, die sollen nicht mit Kindern blöde Sachen machen, Pädophilie und so weiter, ne? Gar nichts. Gar nichts? Nein. Warum? Weil das für mich wieder die Natur ist. Ich denke, man sollte das öffnen und dann wird doch die Kirche wieder mehr Zulauf haben. Nö, finde ich albern. Das ist nicht zeitgemäß und das ist einfach an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Und das zeigt ja auch die Realität, ne? Dass die Bedürfnisse sich dann irgendwo doch einen Weg bahnen und das führt zu Heuchelei. Das heißt, mein Gott, das sind auch Menschen. Dann dürfen wir eigentlich auch. Die haben ja auch ihre Bedürfnisse. Ja. Es gibt so viele Priester, die in, sagen wir mal, die sich an Kinder vergehen, oder ist egal was. Also ich finde, es ist besser, wenn die heiraten eventuell oder mit einer Frau zusammen sind. Warum nicht? Ich würde sagen, das ist passé, ja. Man muss auch da das Problem sehen, dass diese Menschen dann lebenslang alleine sind. Und ich denke, das ist schon ein Riesenproblem für Menschen.